dass Deutschland im Vergleich zu vielen Ländern der Welt, auch in Europa, ein insgesamt sicheres und ruhiges Land ist. Das verdanken wir der Rechtstreue der ganz überwiegenden Zahl der Menschen in unserem Land. Und das verdanken wir der tüchtigen Arbeit der Polizistinnen und Polizisten. Und deswegen ist eine polizeiliche Kriminalstatistik auch Grund und Anlass, den Polizisten für ihre Arbeit zu danken. Wir haben insgesamt wenig Veränderungen im Verhältnis zum Vorjahr, was die Gesamtkriminalität angeht. Auch in diesem Jahr etwas weniger als 6 Millionen polizeilich registrierte Straftaten. Die Gesamtaufklärungsquote liegt mit 44,5% ungefähr in der Höhe des Vorjahres. Auch die Zahl der Tatverdächtigenzahl ist in etwa konstant. Von den Tatverdächtigen sind ungefähr etwas mehr als ein Viertel sogenannte Mehrfachtäter, die also zweifach oder mehrfach als Tatverdächtige aufgefallen sind. Erfreulich ist der Rückgang der Gesamtzahl jugendlicher Tatverdächtiger und heranwachsender Tatverdächtiger, also bis insgesamt 21 Jahre, um knapp 4%. Allerdings ist die Zahl der Mehrfachstraftäter bei den Jugendlichen im Verhältnis zu den Erwachsenen höher. Aber insgesamt ist es erfreulich zu sagen, die Kriminalität unserer Jugend sinkt und sie steigt nicht. Das ist eine gute Nachricht. Jetzt könnte man sagen, bevor Sie fragen, sage ich es Ihnen gleich, hat das nicht was mit der Demografie zu tun? Weniger Jugendliche, weniger Straftaten. Das trifft natürlich teilweise zu, aber insgesamt ist die Zahl der 14- bis 18-Jährigen von 2000 bis 2013 um 12% zurückgegangen, an der Gesamtzahl der Tatverdächtigen jedoch um 35%. Das heißt, wir haben über den demografischen Faktor hinaus einen echten Rückgang jugendlicher Straftäter. Und das ist für unser Land eine gute Nachricht und widerlegt vielleicht manches Vorurteil. Die Anzahl der nicht-deutschen Tatverdächtigen ist um 7,2% gestiegen. Das bezieht sich auch auf den Anteil an den Gesamtverdächtigen, der liegt bei 25,7%. Hier sind allerdings auch Touristen und andere, die hier nicht gemeldet sind, einbezogen. Wir haben natürlich auch eine steigende Anzahl von Asylbewerbern und Zuwanderern. Und wir haben bestimmte Straftaten, die können nur von Ausländern begangen werden. Deswegen ist die Zahl nicht ganz mit der Zahl deutscher Tatverdächtiger zu vergleichen. Trotzdem ist diese Zahl zu hoch. Lassen Sie mich zu einigen erfreulichen Entwicklungen etwas sagen. Die Zahl der Sachbeschädigungen geht zurück um knapp 8%, insbesondere im Bereich Graffiti. Und das ist eine gute Nachricht auch für unsere Städte. Wir haben einen Rückgang im Bereich der Graffiti um etwa 18% im Verhältnis zum Vorjahr. Die Straßenkriminalität geht zurück um 3,5%. Die Gewaltkriminalität geht um mehr als 5% zurück, darunter besonders die gefährliche und schwere Körperverletzung. Insgesamt wird unser Land weniger gewalttätig. Ich will allerdings gerne hinzufügen, dass die Intensität, insbesondere der Mehrfachstraftäter, bei der Gewalt, wenn sie sie ausüben, steigt. Aber die Zahl der Gewalttaten insgesamt sinkt. Erstmalig seit vielen Jahren sinkt auch der sexuelle Missbrauch von Kindern, wenn auch nur um 1,5%. Aber hoffentlich ist das ein Trend, der dort wirklich sich umkehrt. Wir werden weiter daran arbeiten, aber auch das ist eine gute Nachricht. Wir haben auch unerfreuliche Entwicklungen, etwa im Bereich des Wohnungseinbruchs. Dazu wird der Kollege Jäger etwas sagen. Wir haben einen Anstieg bei den Rauschgiftdelikten um knapp 7%. Das ist allerdings auch eine sogenannte aufsuchende Kriminalität. Das bedeutet, wenn die Zahl der Tatverdächtigen und die Zahl der Straftaten steigt, dann ist das auch Ausdruck, dass die Polizei härter kontrolliert und der Sache nachgeht. Trotzdem ist es besorgniserregend. Wir haben einen Anstieg des Warenbetruges um knapp 7%, insbesondere im Onlinehandel. Das wird niemand verwundern, aber auch das ist
etwas, was uns besorgt. Insgesamt steigt die Zahl der Delikte unter Nutzung des Internets um mehr als 12%. Das ist eine schlechte Entwicklung. Taschendiebstahl steigt um 15% und ausländerrechtliche Straftaten steigt um 24%. Auch das ein Reflex dessen, was ich vorhin gesagt habe. Ein paar kurze Bemerkungen noch zu einzelnen Delikten und Deliktsfeldern. Der Rückgang der Kriminalität jugendlicher Leute ist insbesondere bei der Jugendgewaltkriminalität erkennbar. Dort haben wir einen Rückgang von 11,9%. Das freut uns sehr und ist hoffentlich auch das Ergebnis der vielen Arbeit von Initiativen, von Eltern, von Schulen, von Sportverbänden, der Präventionsarbeit der Polizei, aber auch der repressiven Arbeit von Polizei und Justiz. Wir hoffen, dass diese Entwicklung weitergeht. Bei den steigenden Kommunikationen im Internet, das ist die zweite Bemerkung, die ich machen möchte zu einzelnen Deliktfeldern, haben wir natürlich dort auch steigende Straftaten. Das bezieht sich zum Beispiel auf Datenveränderung und Computersabotage. Dort haben wir einen Anstieg von über 17%, obwohl wir schon im Jahr davor einen erheblichen Anstieg hatten. Bei einer relativ geringen Aufklärungsquote von 25% und einer sicher hohen Dunkelziffer, denn hier wird nicht annähernd jede Straftat zur Anzeige gebracht. Wir haben dort als Opfer neben Bürgerinnen und Bürgern auch die Wirtschaft, auch größere Unternehmen, Ausspähen und Verkauf von Kundendaten, Erpressung mit Drohungen, die Kommunikationsinfrastruktur lahmzulegen, alles das ist etwas, was dort zunimmt. Was tun wir dagegen? Das BKA wird in dem Zusammenhang ausgebaut. Das BKA hat ein Cybercrime Center aufgebaut. Ich weiß, dass die Länder entsprechend dort konzentrieren ihre Arbeit im Kampf gegen die Internetkriminalität. Das BSI erarbeitet Hilfestellungen. Wir werden ein IT-Sicherheitsgesetz in diesem Jahr vorlegen, was dort helfen soll. Ich habe mein Haus umstrukturiert, um dort schlagkräftiger zu werden. Und wir werden mit den Ländern und sind im Gespräch mit den Ländern, dass wir die Zusammenarbeit arbeitsteiliger, effektiver und dort auch angesichts der hohen Kosten und der Fachleute, die wir dafür brauchen, dass wir sie arbeitsteiliger bei bestehenden Zuständigkeiten aufbauen. Wir haben im Bereich der Einbruchsdelikte, auf die Jäger gleich eingeht, im Zusammenhang mit anderen Delikten auch eine Zunahme von internationaler Bandenkriminalität mit einem Drang zur organisierten Kriminalität, mit einer Richtung auf organisierte Kriminalität. Das ist etwas, das müssen wir international angehen. Dazu bin ich mit meinen Kollegen in Frankreich, in Niederlanden und Polen und anderen im Gespräch. Das müssen wir national besser angehen durch eine bessere Zusammenarbeit und regional auch. Das wird sicher ein großer Schwerpunkt der Arbeit der nächsten 4 Jahre sein. Soweit ein paar einleitende Bemerkungen zu diesem Bericht. Danke, Herr de Maizière. Herr Jäger. Ja, schönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Danke für Ihr Kommen. Herr de Maizière hat schon darauf hingewiesen. Ich würde mich gerne 2 Themen widmen, insbesondere der Einbruchskriminalität. Und wir beginnen mit einem Beispiel. Unseren Ermittlern war ziemlich schnell klar, die Sie da gefasst haben, das sind keine Gelegenheitstäter gewesen. Sie waren gut organisiert, sie haben über Ländergrenzen hinweg zusammengearbeitet. Sie stammten aus Lettland, das Diebesgut aus einem Wohnungseinbruch in Aachen. Und bei der Fahrzeugkontrolle in Süddeutschland wird Einbruchswerkzeug gefunden. Zuvor war die Bande in der gleichen Woche in Polen, Antwerpen und Brüssel unterwegs. Und das, meine Damen und Herren, ist kein Einzelfall. Die Einbrecher und Diebe machen eben halt vor Ländergrenzen keinen Halt. Und deshalb darf auch die Strafverfolgung, die Ermittlungs- und Fahndungsarbeit nicht an Ländergrenzen Halt machen, darf nicht an bürokratischen Hürden scheitern oder behindert werden. Deshalb müssen die Sicherheitsbehörden der Länder, des Bundes und der Staaten mehr und besser zusammenarbeiten. Das heißt, Informationsaustausch alleine reicht nicht. Wir müssen vor allem unsere Einsätze und unsere Ermittlungen besser miteinander koordinieren. Wir haben gemeinsam mit Hessen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz in Nordrhein-Westfalen bereits Anfang des Jahres damit begonnen,
gemeinsame Fahndungstage durchzuführen, umfassende Kontrollen und Razzien durchzuführen gegen diese mobilen Banden. Die Bundespolizei sowie die Polizeien von Belgien und Niederlanden waren an diesen übergreifenden Polizeiaktionen beteiligt. Und wir haben über die Grenzen hinweg verdächtige Fahrzeuge und Personen kontrolliert. Wir haben mit diesem Konzept an einem Tag eine ganze Region unter unserem Blick der Fahnder. Ich möchte noch ein Beispiel nennen. Bei einer Kontrolle eines Autos in Dortmund, zwei Mitglieder einer Bande von Taschendieben, die festgestellt wurden. Das Fahrzeug war auf einen Strohmann zugelassen. Die Eingabe in die Fall- und Täterdatenbank hat ergeben, das Auto wurde wenige Wochen später vorher von einer Einbrecherbande in Köln benutzt und auf einen weiteren Strohmann umgemeldet. Dadurch kamen die Ermittler der Verbindung zwischen den beiden Banden auf die Spur. Das bietet, wie Sie sehen, neue Ermittlungsansätze. Und genau so müssen wir in Zukunft zusammenarbeiten, eben über Ländergrenzen hinweg. Und deswegen habe ich und Herr Bundesinnenminister und die Innenministerkollegen aus den Niedersachsen und den Niederlanden eine intensivere Zusammenarbeit gegen diese mobile Einbrecherbanden vereinbart. Dazu gehören auch weiterhin national- und grenzüberschreitende Fahndungs- und Kontrolltage. Aber neben dieser Art der Ermittlungs- und Fahndungsarbeit ist auch eine verbesserte Auswertung erforderlich. So wie wir gemeinsam kontrollieren und fahren, so brauchen wir auch gemeinsame Analyse- und Auswertungskonzepte sowie Lagebilder, um Strukturen dieser international agierenden Intensivtäter besser zu erkennen. Damit können wir die Informationen, die wir erlangen, zielgerichteter austauschen und auch unmittelbar verwerten. Aufgrund der Analyseergebnisse richten die Länder übergreifende Ermittlungskommissionen ein. Durchsuchungen, Festnahmen werden miteinander abgestimmt, auch mit unseren Nachbarstaaten. Meine Damen und Herren, die Analysen und Auswertungen unserer Experten zeigen, dass wir es mit einem neuen Typ Einbrecher zu tun haben. Sie stellen die Polizeien der Länder und des Bundes vor besondere Herausforderungen. Diese Täter sind schnell, sie sind mobil, sie sind sehr gut vernetzt und organisiert. Sie reisen häufig aus dem Ausland ein, nutzen die gut ausgebauten Autobahnen und Fernstraßen in Deutschland, um über Länder- und Staatengrenzen hinweg auf Beutetour gehen zu können. Das ist übrigens die Kehrseite einer europäischen Freizügigkeit, die wir wollen, die Freizügigkeit der Waren, der Dienstleistungen, der Menschen. Aber es ist eben halt auch die Freizügigkeit und der offenen Grenzen für Kriminelle. Und bei allem Verständnis für schwierige soziale Situationen in den Herkunftsländern, kriminelles Verhalten werden wir in diesem Rechtsstaat nicht dulden und eben auch konsequent einem solchen Verhalten begegnen und uns dagegen zur Wehr setzen. Meine Damen und Herren, Sie sehen, wir nehmen die steigenden Einbruchszahlen sehr ernst, weniger wegen des materiellen Schadens, der verursacht wird. Ich glaube, dass die meisten hier heute im Saal gegen ein solches Ereignis mit einer Hausratversicherung versichert sind. Aber es ist der emotionale, der tiefe, das tiefe Trauma bei vielen Opfern, dass da jemand in die Privatsphäre, in den Schutzraum der eigenen vier Wände eingedrungen ist, Dinge berührt hat. Das ist für viele dieser Opfer wirklich traumatisch. Und deshalb ist es richtig, dass wir mit großen Ressourcen diesem kriminellen Phänomen begegnen. Ich glaube, wir haben da erste Erfolge, auf die wir verweisen können. Wir haben allein in Nordrhein-Westfalen mit diesem neuen Konzept seit August 2013 340 mobile Intensivtäter identifiziert und 113 davon hinter Schloss und Riegel gebracht. Wir glauben, dass wir mit diesem länderübergreifenden Ansatz, dass wir die Behörden miteinander vernetzen, dass wir staatenübergreifend arbeiten, diesem besonderen Phänomen in Zukunft besser Herr werden können. Meine Damen und Herren, ich will gerne auch auf ein zweites Thema kommen. Als Innenminister von Nordrhein-Westfalen, als Vorsitzender der Innenministerkonferenz bin ich davon überzeugt, dass wir neben der konsequenten repressiven Strafverfolgung noch früher ansetzen müssen. Kinder und Jugendliche müssen zielgerichteter vor dem Abgleiten in die Kriminalität und als mögliche Opfer von diesen Intensivtaten müssen besser geschützt werden. Deshalb muss unsere Gesellschaft deutlich mehr Geld und mehr Aufmerksamkeit in die Prävention investieren. Ich glaube, dass wir in unserer Gesellschaft zwar immer hingeschaut haben, insbesondere wenn es um Straftaten strafunmündiger Kinder und Jugendlicher geht, aber wir haben in der Vergangenheit zu wenig gehandelt. Wir wollen hier gemeinsam die Länder mit dem Bund, angeregt durch ein Konzept aus Nordrhein-Westfalen, einen neuen Weg beschreiten. Der Weg heißt, wir wollen diejenigen, die als Kinder und Jugendliche bereits als Intensivtäter auffallen, weil sie Mitschüler bedrängen, schlagen, ihnen Wertgegenstände abnehmen, weil das, was
sozusagen sofort bei der Polizei auffällt, im Rahmen eines Projektes, das Kurve kriegen heißt, intensiv pädagogisch begleiten. Es geht uns darum, nicht späte Härte, sondern frühe Hilfe walten zu lassen. Wir wollen verhindern, dass diese Jugendlichen, diese Kinder kriminelle Karrieren einschlagen, die bedeuten, dass sie erst nach Dutzenden von Straftaten tatsächlich in Haft genommen werden, auf dem Weg dahin eine Vielzahl von traumatisierten Opfern produziert haben. Wir wollen diesen Kindern und Jugendlichen helfen mit sozialpädagogischen Ansätzen, angesiedelt bei der Polizei. Das ist organisatorisch in der Tat Neuland, bundesweit einmalig. Aber wir versprechen uns von diesem Konzept, dass wir sehr intensiv auf die kleine Zahl von jugendlichen Intensivtätern, die nur 6% der Altersgruppe ausmachen, aber bis zu 70% der Straftaten begehen und die, wenn sie denn in Haft genommen werden, eine Rückfallwahrscheinlichkeit von 75% haben. Also 3/4 dieser Kinder und Jugendlichen, die wir eigentlich schon früh kennen, wo wir bisher zu wenig tun, die später in Haft kommen, werden zu 75% rückfällig, in der Regel mit Straftaten, die deutlich schwerer wiegen als die bei der ersten Verurteilung. Da wollen wir früher ansetzen. Wir wollen diese kriminellen Karrieren verhindern. Wir wollen den Familien helfen mit ganz individuellen Maßnahmen und das angesiedelt bei der Polizei. Das Projekt Kurve kriegen wollen wir im Herbst bei der Innenministerkonferenz vorstellen und die Länderkollegen und dem Kollegen Bundesinnenminister davon überzeugen, dass wir diesen präventiven Ansatz bei der Bekämpfung der Kriminalität stärker in den Fokus nehmen müssen als in der Vergangenheit. Vielen Dank, Herr Jäger. Wir kommen zu Fragen. Herr Ferber. Herr Jäger, eine Frage. Was Sie eben wörtlich gesagt haben, steht ein bisschen im Widerspruch zu Ihrer Pressemitteilung. Dort heißt es bei den jugendlichen Straftätern 75%, also 6% begehen 75% der Straftaten und 70% werden wieder rückfällig. Jetzt haben Sie von 75% gesprochen, die wieder rückfällig werden. Welche Zahl ist richtig, Ihre gesprochene oder die geschriebene? In dem Fall gilt nicht das gesprochene Wort. Das tut mir leid, habe ich die beiden Zahlen miteinander verwechselt. Bitte schön. Herr de Maizière, Sie haben kürzlich mit Ihrem polnischen Amtskollegen einen Vertrag unterschrieben, wo es darum geht, dass Straftäter über die Grenzen hinweg verfolgt werden dürfen. Haben Sie da schon irgendwelche Erfolge diesbezüglich zu verzeichnen? Nein, der Vertrag muss ja noch ratifiziert werden. Deswegen ist er noch nicht in Kraft. Aber es gibt natürlich eine enge Zusammenarbeit mit den polnischen, übrigens auch den tschechischen Behörden bereits jetzt. Uns hat natürlich auch interessiert bei der polizeilichen Kriminalstatistik, wie ist eigentlich die Entwicklung der Kriminalität in den Grenzregionen. Allerdings wird das nicht erfasst, sondern wir erfassen die Kriminalität nach Ländern. Die Länder selbst können darüber gewisse Aussagen natürlich machen, nach Polizeidirektionen, aber in der Bundesstatistik wird das nicht erfasst. Es zeigt sich aber ein durchaus differenziertes Bild. Wir haben, was die Grenzkriminalität angeht, einen Anstieg, gerade in den ostdeutschen Bundesländern, rund um das Thema der Droge Crystal, die allerdings auch in andere Bundesländer jetzt überschwappt, aber doch sehr stark insbesondere aus Tschechien kommt. Und es ist eine große Aufgabe, die Jugendlichen davon zu überzeugen, dass die Scheinstärke, die sie durch die Einnahme dieser Mittel bekommen, zu verheerenden gesundheitlichen Schäden, und zwar in sehr schneller Zeit, führt, viel stärker als bei anderen Drogen. Daran muss gearbeitet werden. Sachsen hat einen Aktionsplan dazu entwickelt, die anderen Bundesländer arbeiten auch daran. Was die Kfz-Diebstähle angeht, so ist die Zahl der Kfz-Diebstähle seit 2012 insgesamt in Deutschland nahezu unverändert, nicht weiter gestiegen. Sie war ja davor einige Zeit gestiegen. Sie ist in zwei ostdeutschen Bundesländern leicht gestiegen, in einem ostdeutschen Bundesland um 10% gesunken. Also auch da ist die Entwicklung durchaus unterschiedlich zwischen den, in dem Fall, Ländern in der Grenzregion. Was die Wohnungseinbruchdiebstähle angeht, die eingestiegen sind, dazu hat Herr Jäger gesprochen, ich sage dazu gleich noch einen Satz, so haben wir auch dort in zwei Ländern eine Steigerung, in einem anderen ostdeutschen Bundesland einen Rückgang. Allerdings
liegen die Einbruchsdiebstahlszahlen pro Kopf immer deutlich niedriger als in den Regionen im Westen Deutschlands. Auch das muss man manchmal den Kollegen in den ostdeutschen Ländern sagen. Wir hatten da einen Anstieg, aber insgesamt ist die Entwicklung weniger schlecht als in den übrigen Ländern Deutschlands. Ich will insbesondere zum Einbruchdiebstahl gerne sagen, Sie sehen hier zwei Minister, die die Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern, Ländern und dem Bund bei Wahrung der jeweiligen Zuständigkeiten befürworten. Wir können nicht im Blick auf die Bürgerinnen und Bürger sagen, wir können uns nicht einigen über die Zuständigkeit und deswegen können wir den Einbruchsdiebstahl in Deutschland nicht entschlossen bekämpfen. Und wir können auch nicht sagen, das passt irgendwie nicht in die bisherige Definition der OK, sondern wir müssen das entschlossen bekämpfen. Das BKA ist dazu unterwegs, die Landeskriminalämter sind dazu unterwegs. Wir brauchen die regionale, sogar lokale Tatortermittlung, die ist unverzichtbar beim Einbruchdiebstahl. Wir brauchen eine regionale Zusammenarbeit und wir brauchen eine internationale Zusammenarbeit. Herr Jäger hat es ja geschildert, wenn Sie sehen, dass die Diebe an Autobahnachsen entlang systematisch sogar in Bezug auf bestimmtes Diebesgut bandenmäßig organisiert Einbrüche organisieren. Und wenn Sie das die A1 runtermachen, dann interessiert Sie überhaupt nicht, wo Niedersachsen aufhört, Nordrhein-Westfalen anfängt und dann später bei der A63 oder so Rheinland-Pfalz beginnt. Und deswegen müssen wir Egoismen in dem Zusammenhang überwinden und eng zusammenarbeiten, auch international. Denn diejenigen, die oft da den Diebstahl ausüben, sind in Anführungsstrichen die kleinsten Fische. Diejenigen, die das organisieren, die das eigentliche Geld verdienen, sitzen wiederum woanders und zum Teil im Ausland. Und deswegen brauchen wir dort internationale Ermittlungsgruppen. Wir brauchen den Austausch der Informationen, damit wir Tatmuster erkennen können. Wir sind auch, wie in der Koalitionsvereinbarung vereinbart, mit dem Justizminister im Gespräch zum Thema Vermögensabschöpfung. Auch dort müssen wir etwas tun. Andere Länder sind da etwas weiter als wir. Wir brauchen einen anderen schwerpunktmäßigen Ansatz im Zusammenhang mit dem Kampf gegen den Einbruchdiebstahl. Das haben wir begonnen, das werden wir fortsetzen, wird ein großer Schwerpunkt der nächsten 4 Jahre sein. Herr Sanchez. In der Presseerklärung heißt es, die Grenzgebiete zu Polen, Tschechien, den Niederlanden und Frankreich sind weniger betroffen als die Großstädte von der Einbruchskriminalität. Das ist ja zunächst etwas, was überrascht, weil man würde ja annehmen, gerade im Grenzgebiet ist es besonders leicht, sich dann davon zu machen. Also gibt es eine Erklärung dafür, für dieses Phänomen? Dann, Herr Jäger, eine zweite Frage. Sie haben ja eine Reihe von positiven Beispielen genannt, also die Zusammenarbeit mit Niedersachsen, mit den Niederlanden. Trotzdem ist es ja so, dass die Zahl der Wohnungseinbrüche ja steigt. Da nochmal die Nachfrage, wo sind Sie eigentlich jetzt im Stand der Zusammenarbeit? Was muss noch besser werden? Was muss noch gemacht werden? Und eine dritte Frage an Herrn de Maizière. Sie haben es einfach nur das Stichwort erwähnt, aber das macht mich jetzt natürlich neugierig. Was wünschen Sie sich denn bei der Vermögensabschöpfung? Was erwarten Sie von den Justizministern? Also zur ersten Frage. Natürlich ist die Entdeckungswahrscheinlichkeit in Ballungsgebieten und Städten kleiner als im ländlichen Raum. Und in bestimmten Gegenden von Ballungsgebieten ist natürlich auch sind die Objekte, die man klauen kann, wertvoller als manchmal im ländlichen Raum. Das sind meines Erachtens zwei Erklärungen dafür. Ich weiß nicht, ob Herr Jäger eine andere Erklärung hat. Auf jeden Fall brauchen wir aber den grenznahen Raum nach Ost und West und Nord und Süd aus einem anderen Grund. Wir reden hier über international tätige Banken und die haben natürlich Verbringungswege über die Grenzen hinweg. Selbst wenn das Diebesgut nicht aus einem grenznahen Ort kommt, sondern aus einem ganz ferneren Ort, brauchen wir die aktive Arbeit der Länder, die an den Grenzen liegen. Das ist also Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein und Bayern und die drei ostdeutschen Länder und andere, um die Verbringung zu stoppen und die Vertriebswege uns genauer anzugucken. Zur Frage der Vermögensabschöpfung, da geht es insbesondere um Beweisregeln. Und das ist auch in der Koalitionsvereinbarung niedergelegt.
Das betrifft Geldwäsche, das betrifft aber auch insgesamt die organisierte Kriminalität, Menschenhandel und vieles andere mehr. Es fällt sehr schwer, denjenigen, die diese illegalen Geschäfte machen, dabei oder ihnen nachzuweisen, dass das illegal erworbenes Geld ist. Und Beweislastregeln, Regeln über die Herkunft des Geldes bis hin zu einer Beweislastumkehr, was es in manchen Ländern gibt, wenigstens mal für den ersten Zugriff der Beschlagnahme. Das ist etwas, was dort im großen Stil helfen würde. Herr Sanchez, es gibt immer natürlich noch den Gelegenheitseinbrecher, den Betäubungsmittelabhängigen, der im Rahmen der Beschaffungskriminalität Wohnungseinbrüche begeht. Aber was wir eben beobachten, ist seit 2008 eine deutliche Zunahme von international agierenden Einbrecherbanden, sehr gut organisiert, insbesondere aus Südosteuropa. Das ist ein neuer Einbrechertyp und der erfordert eine veränderte polizeiliche Bearbeitung. Warum sind bestimmte Länder in besonderer Weise betroffen? Die suchen die großstädtischen Quartiere, weil die Anonymität der Großstädte eher das Entdeckungsrisiko minimiert als im ländlichen Raum. Wenn man ländliche Räume in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen mit Niederbayern vergleicht, da gibt es ähnliche Einbruchszahlen. Aber sobald man in die Großstädte geht, erkennt man, da ist eine deutliche Zunahme. Das ist das eine. Das Zweite, was die Ermittlungsarbeit so schwierig macht, ist, dass die Beute in der Regel nicht in Deutschland verkauft wird, sondern auf internationalen Wegen oder andere Wege findet. Das heißt, das gestohlene Handy, der gestohlene Schmuck wird nicht im Second-Hand-Laden um die Ecke verkauft, sondern über eBay in Rumänien, Bulgarien oder Polen. Und weil man eben die Beute nicht zur Verfügung hat, ist die Ermittlungsarbeit in Richtung Täter so schwierig bei diesen international agierenden Gruppen. Und wir müssen alle Behörden auf allen Ebenen des Bundes und der Länder in die Lage versetzen, dass jeder über jeden Täter, über jede Beute, über jede Einbruchstruktur informiert, damit Tätertypen besser oder dass zu bestimmten Einbrechern auch die entsprechenden Taten zuordnungsfähig sind. Übrigens im Ergebnis, Herr Sanchez, die sind daran gar nicht so interessiert, wertvolle Gemälde oder große Fernseher zu stehlen. Die haben alles, nur keine Zeit. Die häufigste Beute ist Bargeld, Schmuck und kleinere Elektrogeräte. Also lieber, die begehen lieber 5, 6 Einbrüche in einem anonymen Mehrfamilienhaus als einen spektakulären Einbruch in ein Einfamilienhaus auf der Suche nach größeren Dingen. Das ist der neue Tätertyp und dem müssen wir eine andere polizeiliche Arbeit entgegensetzen. Zusatz? Ich hätte noch eine Nachfrage, Herr Jäger. Sie haben in dem Statement Zahlen genannt, ich glaube, es bezog sich auf Nordrhein-Westfalen. Seit August 2013 über 300 Täter identifiziert, hatten Sie gesagt. Und davon weit über 100 sind dann festgenommen worden. Da interessiert mich die Differenz. Also das heißt, man hat 200 Leute als Täter identifiziert, aber kann es nicht beweisen oder kann die Leute nicht finden? Oder wie ist diese Differenz zu erklären? Weil normalerweise würde man annehmen, wenn ich jemanden als Tatverdächtigen identifiziere, dann kann ich auch gegen ihn vorgehen. Ja, haben Sie recht. Leider stellen die sich nicht freiwillig. Wir haben die Labore beim LKA deutlich aufgerüstet. Wir haben eine deutlich bessere Spurenlage als noch vor wenigen Jahren. Oder andersrum formuliert, wir nehmen bei sehr viel mehr Einbrüchen Spuren und können deshalb bestimmte Taten, bestimmte Einbrüche einem bestimmten Täter zuordnen, der darüber identifiziert ist, der aber noch möglicherweise noch nicht in Haft oder festgenommen worden ist, aber er sehr erfolgreich 113 dieser Intensivtäter, die wirklich marodierend durchs Land ziehen und eine Vielzahl von Einbrüchen begehen, eben 113 davon inzwischen in Haft nehmen können. Und deshalb glauben wir, wenn wir so konzeptionell herangehen, länderübergreifend, gemeinsam mit dem Bund, gemeinsam mit unseren Anrainerstaaten, dass wir dieses Phänomen erfolgreicher bekämpfen werden können. Herr dazu, Herr Jäger, könnten Sie sich da so eine Art gemeinsames Lagezentrum vorstellen für eine bessere Koordinierung? Herr de Maizière hat darauf hingewiesen, wir brauchen die lokale und regionale Ermittlungsarbeit. Das können die Länderpolizeien nur vor Ort leisten. Aber was wir brauchen ist, dass dieser Datenaustausch zwischen den Ländern und dem Bund noch besser organisiert wird als in der Vergangenheit. Dazu braucht man jetzt nicht ein Lagezentrum, sondern wir müssen das, jeder muss das, was er weiß, dem anderen mitteilen. Und über diesen Weg kriegen wir insgesamt Erkenntnisse, die in der Ermittlungsarbeit dann erfolgreicher sein werden. Ich teile das ausdrücklich. Wir brauchen da jetzt keine neuen großen Institutionen. Und es ist auch ein bisschen mehr als der Austausch von Fingerabdrücken, wenn wir
Täter haben, sondern oft haben wir ja eine Tat, aber nicht mal einen Fingerabdruck. Viele benutzen dann Handschuhe und Ähnliches, sondern wir brauchen Tatmuster, Austausch darüber. Wie und wo sind diese Einbrüche gewesen? Zu welcher Tageszeit, an welchem Ort, in welcher Begehungsweise? Wo haben wir, wir müssen sozusagen Profile entwickeln von diesen Tätergruppen. Und das müssen wir austauschen zwischen den Ländern und mit dem Bund, um dann entsprechend auch mit unseren internationalen Partnern so zusammenzuarbeiten, dass wir diesen auch den Hintermännern auf die Spur kommen. Das ist natürlich eine Frage auch der internationalen Zusammenarbeit. Aber alleine das Festsetzen eines entsprechenden Diebes vor Ort macht diese Bande noch nicht sozusagen unschädlich, sondern das, da muss es ein bisschen weitergehen. Und deswegen brauchen wir da eine bestimmte Form von Zusammenarbeit. Man wird sicher Schwerpunkte bilden, regional, zeitlich befristet, je nach Tatbegehung. Man wird auch überraschende Dinge tun, man wird es mit Ankündigung tun. Da ist jede intelligente kriminalpolizeiliche Arbeit sinnvoll. Eins ist nur wichtig, es darf nicht an irgendwelchen Länderegoismen, Ländergrenzen Halt machen. Dann lachen sich diese Banden ins Fäustchen. Ja, Zusatz? Eine Zusatzfrage, Herr de Maizière. Auf europäischer Ebene haben Ihre Amtskollegen aus, sagen wir mal, Rumänien, Bulgarien ein offenes Ohr für diese Probleme oder wehren die da ab, wenn sie mit dem Problem kommen? Zunächst will ich Ihnen sagen, dass nicht nur der niederländische Kollege, mit dem Herr Jäger und ich gesprochen haben, sondern auch insbesondere mein französischer und polnischer Kollege die gleichen Sorgen und die gleichen Entwicklungen haben. Wir haben auch in Frankreich steigende Einbruchszahlen, die nur so zu erklären sind. Und deswegen wollen wir mit Frankreich in der gleichen Weise zusammenarbeiten, wie das jetzt insbesondere der Bund und Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen mit Nordrhein-Westfalen machen, aus verständlichen geografischen Gründen. Es ist auch so, dass es sozusagen Ost-West-Züge gibt, dieser Banden, die von Frankreich über Belgien, Deutschland, Polen dann das gleiche Diebesgut in Anspruch nehmen. Herr Jäger hat Bulgarien, Rumänien genannt, einige Balkanländer. Wir wissen auch, dass ein Teil dieser Einbruchbanden aus der Ukraine, Weißrussland gesteuert und organisiert wird. Also da gibt es die gleichen Sorgen. Und die Innenminister von Bulgarien und Rumänien sehen das genauso. Da liegt aber nicht das entscheidende Problem, wie Sie wissen. Haben wir noch weitere Fragen heute? Dann doch, bitte schön, Kollegen. Ein anderes Thema noch, würde ich gerne ansprechen. Und zwar, wenn Sie es dessen anmachen, ich verstehe. Haben wir es? Ja. Herr Minister de Maizière, ich würde gerne noch ein anderes Thema ansprechen. Frau Malmström hat das Thema Vorratsdatenspeicherung heute noch mal angesprochen und gesagt, das sei Angelegenheit Deutschlands und das müsste Deutschland selber regeln. Steht das Thema für Sie auf der Tagesordnung? Das Thema steht für den Justizminister und mich auf der Tagesordnung morgen bei der Ministerkonferenz im Europäischen Rat. Wir haben das dort angemeldet, um einen ersten Gedankenaustausch vorzunehmen, wie sich die Entwicklung auch in den europäischen Nachbarländern entwickelt. Ich bin gespannt, was meine Kollegen dazu sagen. Wir werden ja auch eine neue Kommission haben. Die Kommission hätte das alleinige Initiativrecht für eine neue Richtlinie. Und nach dieser Sitzung können wir etwas genauer beurteilen, wie die Lage ist. Einen nationalen Alleingang Deutschlands lehne ich genauso ab wie mein Kollege. Denn Deutschland ist im Moment das einzige Land in der Europäischen Union, was keine Regelung über die Mindestspeicherfristen und Vorratsdatenspeicherung hat. In der Sache wird Sie nicht überraschen, dass ich sage, halte ich eine solche Regelung für erforderlich. Das alleine reicht aber nicht, sondern man muss dafür politische Mehrheiten organisieren und das ist kompliziert. Möchten Sie ergänzen, Herr Jäger? Ich glaube, dass diese Diskussion um Vorratsdatenspeicherung oder Mindestspeicherdauer, egal wie man sie nennt, völlig überhöht ist. Die Mindestspeicherdauern sind nicht das Allheilmittel für polizeiliche Arbeit, aber genauso wenig der Eintritt in den, oder der Beginn des gläsernen Bürgers. Ich finde, wir müssen in Deutschland eine Wertedebatte führen in der Abwägung unterschiedlicher Grundwerte. Grundwerte wie informationelle Freiheit und Datenschutz auf der einen Seite, aber
auch das Recht auf Freiheit und körperliche Unversehrtheit, insbesondere bei den Opfern von Straftaten. Und diese Diskussion haben wir in der Koalition geführt, im Rahmen der Koalitionsverhandlungen. Ich finde, wir sind da zu einem guten Ergebnis gekommen. Nämlich zu sagen, nur in besonders schweren Fällen, 100a Strafgesetzbuch, darf der Staat nach richterlicher, oder dürfen die Sicherheitsbehörden nach richterlicher Anordnung bis zu 3 Monate auf bestimmte Daten zurückgreifen. Ich sage ganz offen, ich habe großes Verständnis für die Skeptiker einer solchen Mindestspeicherdauer, weil man immer sehr genau überlegen muss, wo beginnt das und wo endet das. Aber die jetzige Situation ist eigentlich sowohl für die Befürworter einer Mindestspeicherdauer wie deren Gegner eigentlich der Worst-Case-Fall, dass die Provider jetzt völlig eigenständig entscheiden, was sie speichern, wie lange sie es speichern und wem sie das für staatliche oder kommerzielle Zwecke zur Verfügung stellen. Deshalb, wir brauchen eine Regelung in Deutschland. Deshalb ist es gut, dass wir darauf drängen, dass die nächste Europäische Kommission einen Richtlinienentwurf vorlegen wird. Haben sich daraus neue Fragen ergeben? Haben sich nicht? Dann danke ich unseren Gästen für Ihr Erscheinen und sage bis bald.